Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Plays The Ark of Nabish Team in Limewater Caves. Ich habe null Ahnung, wie ich weitermache. Diese Höhlen sind so riesig. Ich bin gerade am Überlegen. Und zwar bin ich am Überlegen, ob ich nochmal zurückgehen sollte. Aber kann ich die jetzt eigentlich mal angreifen? Oder sind die vielleicht nur unverwundbar, wenn sie in der Luft sind? Ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich gerade am Überlegen und so wie es aussieht, mache ich es auch gerade, nochmal den alternativen Weg zu gehen, den ich irgendwann mal genommen habe. Den über diese Klippen hier. Ich schaue, ob ich es auf dem ersten Versuch schaffe. Es war schon sehr, sehr nervig. Sehr nervig. Okay. Nein, ich bin verflucht. Ich bin verflucht. Also muss ich jetzt kurz meinen Anti-Fluchstein rauspacken. Den Fluch lösen. Und meinen Anti-Fluchstein wieder wegrüsten. Ach, wie schön. Und ich bin schon. Komm schon. Ich weiß nicht mal, was ein Fluch macht. Oh, ups. Das wollte ich nicht. Ah, jetzt ist er wieder weg. Ist das Item wieder weg? Ach ja, letztes Mal. Letztes Mal habe ich diesen Miniboss besiegt. Ich weiß nicht, was der gebracht hat. Ob der irgendeinen Hintergrund hatte oder keine Ahnung. Der war einfach da. Das war sehr überraschend. Und da war einfach nichts. Außer natürlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, es gab mal. Ich habe das Item, das ich trage, das Licht macht. Da stand auch dabei, dass es unsichtbare Sachen sichtbar macht. Vielleicht hat es was damit zu tun. Das finde ich raus, sobald ich nicht mehr weiterkomme. Na wieder. So, ich habe mir die Freiheit genommen und alle Fehlversuche rausgeschnitten, weil es waren einfach so viele. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Aber es war lange. Nicht schön anzusehen. Gut, aber wir sind jetzt wieder da, wo ich das letzte Mal ausgestiegen bin. Oder was heißt das letzte Mal? Keine Ahnung, wann das war. Aber es war mal. Und ja. Ach ja, ich habe aufgehört wegen den Fledermäusen. Ich weiß gar nicht, wie ich den Schaden machen kann. Hey, lass mich in Ruhe. Haben die irgendwie eine. Landen die auch mal? Ups. Fuck. Ach komm schon. Das ist nicht fair. Ihr seid viele und ich bin allein. Und ich habe keine Nüsse mehr. Und ich bin gestorben. Willst du mich vergackeln? Warum? Das sind so Steckenhäuser. Okay, das ist deprimierend. Ich habe es endlich geschafft und dann sowas. Gut, neue Taktik. Ich werde die Fledermäuse erst wieder machen, wenn ich weiß, wie ich ihnen Schaden zufüge. Also diese Stelle gerade eben. So irgendwie ein Trick. So. Muss ich da irgendwie, keine Ahnung, Zauberwort sagen oder bitte? Könnt ihr bitte aufhören? Nein? Schade. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier war ich schon. Aber ich bin wahrscheinlich gestorben. Wild Fowl Meat. Ist mir schon häufiger passiert, dass ich einfach gestorben bin. Ich wollte es gerade sagen, wahrscheinlich waren hier Fledermäuse. Ha ha ha. Au!
Okay, meine geniale Taktik hat nichts gebracht. Ach, kommt schon. Wie zur Hölle? Ich hätte wetten können, ich habe den schon mal Schaden gemacht. Irgendwann. Und ich bin tot. Gleich. Ich bin tot. Ich muss diese Scherz knacken. Gut, dann ist die Richtung auch gesperrt. Schön. Freut mich. Nicht. Na gut, aber ich habe ja noch viele Wege zu gehen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier alles habe. Aber langsam macht es die Höhle. Langsam macht die Höhle für mich auch Sinn. Ah ja, hier war so eine Kiste. Im Übrigen versuche ich gerade alle meine Waffen hochzumachen, damit ich die ganzen Fähigkeiten im Zweifelsfall mal benutzen kann. Falls mal wieder ein Boss kommt oder was weiß ich. Langweilig ist. Hallo. Danke. Ich war gerade am Reden. Das ist unhöflich. Unhöflich. Du auch? Du auch. Ich hoffe mal, die haben nichts gesagt. Sonst wäre ich unhöflich. Komm schon. Mal da drüben ging es, glaube ich. Ja, ging es nach oben. Was ist denn falsch mit denen? Ich muss das mal rausfinden. So kann es nicht weitergehen. Ich verpasse so viele Geheimnisse deswegen. Und wobei, ich glaube mittlerweile. Bisher zwei. Vielleicht muss ich auch tatsächlich einfach nur noch höher aufleveln. Noch höher. Oh. Ah! Das habe ich nicht erwartet. So, mehrere Richtungen. Ist aber ein schöner Raum hier eigentlich. Komm. Und ebenso. Aber witzig, dass die Wildfowl Meat droppen. Das ist meines Erachtens nach recht teuer. Beziehungsweise recht viel wert für mich. Ah, ich bin wieder hier. Nein, nein. Au. Oh, ihr Mist. Also, das ist wirklich nicht lustig mit denen. Das ist wirklich nicht witzig. Jetzt habe ich irgendeinen Mushroom bekommen. Oh, Level up. Also ich bin mir relativ sicher, dass es hier vom Progress her weitergeht. Oha, das sieht cool aus. Okay, Flake. Ich glaube, nur mal so zur Sicherheit. Fuck. Wollte ich sagen, rüste ich's aus, aber okay. Hallo? Was sagst du? Wir müssen das Wasser ablassen. Pretty sure they came this way too. Guys!
Hallo, ich rette die Insel und vielleicht die Welt mal wieder. Verkuschtig, verkuschtig. A path leads farther underwater, but it's too deep to cross. Dafür brauche ich auf jeden Fall ein Item. So, bevor ich irgendwas weitermache, gehe ich nochmal zurück in die Stadt und kaufe ein. Ich frage mich allerdings, also ich frage mich zwei Sachen. Sache 1, wie kriege ich diese Viecher klein? Frage 2, wie komme ich ins Wasser? Es muss ja irgendwo ein Item geben. Die Frage ist, ist dieses Item in dem Dungeon und ich bin nur nicht rein oder rangegangen, weil es zu schwer war? Also wegen den Dingern, Fledermäusen. Oder ist es ganz woanders und ich muss es suchen? Schönen Tag noch. Ich habe alle Items. Cool. Hi. Erstmal das hoch machen. Mich. Da das meine Hauptwaffe ist, mache ich die mal zuerst hoch. Also das blaue Schwert auf Level 9. Ich wette, 10 ist das Maximum. Interessant. Vielleicht sagt uns der alte Mann was. Raba. A place called Sunrise Inlet exists behind the island in opposition to the Moonset Shore. Sunrise Inlet, das ist da oben. Aber dafür muss ich durch die Limewater Caves, wie ich das mitbekommen habe. Es ist tricky hier. Es ist echt tricky. Gehen wir zurück. Die Frage ist, wo geht's weiter? Weil da an diesem einen Punkt kommen wir definitiv nicht weiter. Ich kann versuchen, also es wäre so was, was mir einfällt, jetzt tatsächlich nochmal an den Ort zu gehen, wo der Miniboss war. Vielleicht hat sich da jetzt was geändert. Ansonsten muss ich herausfinden, wie ich die Fledermäuse besiege. Und mir die ganzen Schatzkisten hole. Weißt du, jetzt lass die einfach in Ruhe. Vielleicht sollte ich sie bekämpfen, um Level-Ups zu kriegen. Oh. Oh! Holy shit, ihr macht immer noch viel zu viel Schaden. Na genau, die Kiste da oben habe ich aber schon. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, Inventarplatz. Also, so ein Ausrüstungsplatz. Wow. Nicht cool. Gar nicht cool. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wie ich überhaupt hinkomme. Ich weiß nicht, ob das so passt hier. Ja, doch. Ja, passt. Schauen wir mal. Die Gegner sind hier alle. Von dem Schaden, den sie nehmen, geht's. Also geht's recht gut, aber. Nur diese Fledermäuse. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Sind die irgendwie speziell gepanzert? Na, oh. Jetzt weiß ich, wo ich da runterfalle. Gut zu wissen. Muss ich dann jetzt da oben drüber zurück? War das so?
Aber schön, das ist eine Art Abkürzung. Ja, genau. Aber ich muss definitiv an die Kisten gelangen. Wobei, das waren ja nur so normale Kisten. Vielleicht ist da tatsächlich nur Müll drin und ich mache mir die ganze Zeit umsonst Sorgen. Das wäre deprimierend. Das wäre echt... Das wäre regelrecht gemein eigentlich. Ich glaube, es wäre schneller gegangen, hätte ich mich teleportiert. Ah, so viele Wege zu laufen hier. Ah ja, ich bin dann gleich da. Gleich. Sehr bald. Sehr, sehr bald. Nein. Du verschwindest nicht im Boden. War das hier oben? Mann, meine Orientierung ist nicht die beste. Ah ja, genau. Ja, nee, ich habe gerade keine Lust, mich mit euch rumzuschlagen, aber schön, dass ihr vorbeischaut. Hier war ein Item. Ich bin am Überlegen, ob ich dieses Item, ich glaube, Galbas Hand hieß es, das plus 10 Angriff minus 10 Def, ob ich das vielleicht abrüsten sollte. Ob das mich vielleicht mehr hindert, als es mir bringt, ich weiß es nicht. Wobei es natürlich echt sehr praktisch gegen Bosse ist. Mal. Einfach mal so aus, das Jux. Rüste ich's mal ab. Und hol mir. Was ist das eigentlich? Ja, jetzt brauchen sie mehr Schläge, naja. Wahrscheinlich kriege ich jetzt auch weniger Schaden. Sehr wahrscheinlich kriege ich jetzt weniger Schaden. Willst du mich verarschen? Nö, jetzt teleportiere ich mich. Das ist mir jetzt zu doof. Okay, ja, das sollte sich ja jetzt relativ schnell erreichen lassen. Relativ. Ich muss mal schauen. Ah, jetzt macht er mir 7 Schaden statt 35. Das ist natürlich ein Unterschied. Ich meine, ich mache zwar weniger Schaden, aber meine Güte, dafür habe ich jetzt weniger Probleme mit der Höhle. Oh, die machen immer noch 20. Sollte ich trotzdem aufpassen. Da brauche ich wahrscheinlich noch ein Level. Damit es ja vollkommen einfach wird. Aber ich kann jetzt nicht schon wieder runterfallen. Das wäre wirklich, das wäre zu deprimierend. Das, nee, nee. Oh, schade. Ich glaube, die haben vorhin 2 gebraucht, jetzt brauchen sie 3. Also bevor ich den Handschuh abgerüstet habe. Jetzt! Lass mich in Ruhe! So. Besser. Hm? Also hier war der Boss. Hast du das fallen gelassen? Also, Boss. Geht's hier weiter? Kann ich eine Wand einschlagen? Gibt's einen Geheimgang? Irgendwas von diesen Optionen? Es sieht aus wie einer, aber es ist keiner. Scheiße. Was bringst du dann, Boss? Wieso? Na, dann schaue ich mal hier lang. Ah. Na gut, es war mir nicht bestimmt,
momentan weiterzukommen, glaube ich. Ein bisschen haben wir geschafft. Wir sind ein bisschen in der Story weitergekommen. Aber was brauchen wir? Wir brauchen eine Fähigkeit, um unter Wasser zu laufen. Die hilft uns sowohl hier in der Höhle was, als auch an dem Strand. Und wir müssen rausfinden, wie man die Fledermäuse besiegt. Aber nicht jetzt. Nicht heute. Mache ich in der nächsten Folge. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch Spaß gemacht, obwohl es, ja, relativ viel laufen war. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von Let's Play Ys. Jakob Nabi-Stimme. Bis dahin. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.